Was gibt's Neues bei P. Diddy, beim Diddler? Gute Frage. Also ich verfolge das ja, aber ich glaube, wir müssen jetzt einfach erstmal alle ein bisschen Geduld haben, weil da jetzt auch sehr viel von den Verschwörungstheoretikern und den von der Kinderbluttrink-Community durchgemischt wird. Ich glaube tatsächlich, es wird vielleicht am Ende unspektakulärer, als sich der ein oder andere das so vorstellt. Da werden jetzt alle Namen gehandelt und es gibt eine vermeintliche Gästeliste und so weiter. Aber ich halte das alles für ein bisschen weit hergeholt, weil das Problem ist, die meisten Leute, nicht so wie ich, wissen einfach nicht, wie so eine Hollywood-Party ist. Aber da ich natürlich, ich kenne mich da natürlich so ein bisschen aus. Ne? Ich war in der Playboy Mansion, ich habe mit Leo DiCaprio gefeiert, mit Russell Crowe. Ich kenne die halt alle so. Ne? Das ist halt alles so meine wilde Zeit so in Hollywood. Ich habe da Sachen gesehen, das glaubt ihr mir nicht. Ne? Und ich glaube, es wird so ein bisschen zu sehr das Mindset von so einer Party, von so einer Hollywood- oder Musikindustrie-Party, ist so ein bisschen, ihr stellt euch das, glaube ich, alles so ein bisschen falsch vor. Also nicht ihr, aber die Leute, die dann da irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen oder so. Wir reden da nicht von so einer WG-Party mit 4 Zimmern, wo alle zusammen in der Küche rumstehen und wenn einer auf den Tisch kotzt, dann alle das mitkriegen. So. Also wir reden hier wirklich von Partys auf die in Anwesen stattfinden, in Mansions, in zahlreichen Stockwerken und Kellern und Bereichen und auch bei solchen Partys geht es einfach auch oft nur darum, einfach mal Anwesenheit zu zeigen, im Sinne von über den roten Teppich gehen und ein paar Fotos machen und durch den Hinterausgang quasi wieder rausgehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass jeder, der auf einer Diddy-Party war, auch gleichzeitig im Sex-Trafficking aktiv ist. So. Was nicht heißen soll, dass da nicht auch Leute sind, dabei gewesen sind von hohem Rang und hohem Namen, die Sachen mitgekriegt haben, die vielleicht nicht unbedingt an die Öffentlichkeit kommen sollen. Aber theoretisch hast du das auf einer normalen Studentenparty auch schon. Ja? Also vielleicht auf einem anderen Level, aber so generell, what happens on the party stays on the party. Ich glaube jedenfalls nicht, dass Jay-Z, Beyoncé, Oprah, Joe Biden, Obama, J-Lo und wie sie alle heißen, dass sie alle zusammen irgendwie in einer dunklen, okkulten Sekte sind und irgendwie Child Porn Trafficking oder irgendwie sowas machen. Also das halte ich dann doch ein bisschen für zu viel des Guten. Aber ich glaube schon, dass da noch ein paar Sachen im Kämmerchen sind. Man darf nicht vergessen, so in der Rap-Szene ist ja auch, sag ich mal, schwul sein ein absolutes No-Go oder zumindest früher gewesen. Du hast jetzt mit Lil Nas X hast du jetzt einen homosexuellen Rapper, der Erfolg hat und der da auch offensiv mit umgeht, aber trotzdem ist das natürlich bei den harten Rappern, gerade in Amerika, ist das ein absolutes Tabu. Und ich glaube vielmehr, dass es sich auch um solche Sachen drehen könnte, dass vielleicht dahinter verschlossenen Türen Dinge ausgelebt wurden, die man so sich nicht getraut hat, auch aufgrund des eigenen Images und Verkaufszahlen seiner Alben und weiß ich nicht was für Gründen, dass man da sagt, da sind vielleicht so ein paar Sachen hinter verschlossenen Türen passiert, die vielleicht alle Beteiligten nicht wollen, dass sie rauskommen. Ist nur eine Vermutung. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich glaube jetzt nicht an die großen Dominosteine, die jetzt die irgendwie umkippen werden und so. Aber keine Ahnung, wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Es bleibt auf jeden Fall spannend, was da noch ans Tageslicht kommt. Momentan, glaube ich, gibt es aber auch viele Leute, die sich da in dieser Diddy-Sache profilieren wollen. Das Lustigste, was ich zu der Sache gesehen habe, war tatsächlich ein Tweet von Soulja Boy, dem Rapper Soulja Boy, den ihr vielleicht kennt, weil Money Boy steige aus dem Bett, dreh den Swag auf,
das war gecovert von Soldier Boy. Und Soldier Boy hat Folgendes getweetet. Hier sehen wir es. If Diddy ever tried me like any of these gay rappers, I would have killed his bitch ass. 33 Millionen Mal angezeigt. Lustigerweise haben dann Leute drunter schon wieder Fotos gepostet von Soldier Boy mit Diddy zusammen. Das ist so ein bisschen das Letzte, was ich verfolgt habe. Das ist von gestern. Ich sag nicht, man kennt Soldier Boy von Money Boy, aber das ist so die, ich habe versucht, den Leuten zu erklären, wer nicht Soldier Boy kennt, woher sie ihn vielleicht doch kennen könnten. Lotus Empire. Aber man muss sagen, Soldier Boy gilt so in der Hip-Hop-Szene auch als absoluter, wie soll ich es sagen, Vollidiot. Und ja, wie gesagt, es bleibt spannend. Man hat wohl, was, wie viele Dildos hat man gefunden bei Diddy? 1000? Oder waren es 1000 Flaschen Babyöl und 500 Dildos oder so? Der Herr Bescheppern schreibt, ich habe mehr. Auch da würde ich sagen, so, also ich meine, eine Auswahl zu haben, ist ja erstmal nicht verkehrt. 784. Ich stelle mir auch so vor, einfach so, die Firma, die diese Dildos geliefert hat, wenn dann da so kommt diese Bestellung rein, ey, ich habe hier eine Bestellung von 780 Dildos. Ist das ein Fehler? Ist da irgendwie was in der Zeile verrutscht oder so? Nee, das ist, hier steht Sean Combs. Ist das nicht Puff Daddy? 87 Dildos? Der will wirklich 7, haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir so viele im Lager haben. 780 Dildos an ihn, ja? Das scheint kein Druckfehler zu sein. Alles klar, dann fangen wir mal an zu packen. Auch eine sehr gute Frage von Defense hier. Wer hat die gezählt? Das ist ja eh immer so, dass man vergisst, dass da am Ende auch Kriminalbeamte oder FBI-Leute sind, die dann den Job haben, das alles festzuhalten, niederzuschreiben, was bei so einem Raid gefunden wurde. Und dann gibt es da wirklich dann offensichtlich eine Taskforce, die Taskforce Dildo Counting, die sitzen dann da in der Mansion von P. Diddy und zählen und tüten die Dildos ein. Also das ist ja wirklich so. Das ist, denke ich mir jetzt nicht aus. Diesen Job gibt es. Es gibt irgendwo diesen Typen oder diese Frau oder mehrere, ich weiß es nicht, diese Taskforce, die Dildos von Diddy gezählt haben. Die kommen nach Hause und sagst, was hast du heute gemacht bei der Arbeit, Schatz? Ja, ich musste die Dildos zählen. Ja, aber wie viele waren es? 784 und ein halber. Und dann kommt noch die Frage, sind das gebrauchte Dildos oder frisch verpackte Dildos? Ist das dieser Halleforden? Dildo Halleforden, man kennt ihn. Ja, die Justin Bieber-Geschichte hingegen, die ist natürlich schon interessant. Also bleiben wir mal bei dieser Diddy-Geschichte. Ich habe das ja auch schon im Almost Daily, also wenn ihr das Almost Daily nicht geguckt habt und überhaupt nicht wisst, worum es geht bei dieser ganzen Diddy-Geschichte, dann guckt euch das letzte Almost Daily an, da habe ich schon sehr viel erzählt. Aber die Justin Bieber-Geschichte, die ist natürlich schon interessant, zumal sein Stiefvater quasi, William Baldwin. Ist es William? Ich glaube, es ist William Baldwin. Es gibt so viele Baldwins, dass man manchmal nicht weiß. Nee, es ist Stephen Baldwin, nicht William. Stephen Baldwin, sorry. Stephen Baldwin, der Bruder von William Baldwin und Alec Baldwin, wiederum ist der Vater von Hailey Baldwin, beziehungsweise jetzt Hailey Bieber. Und Stephen Baldwin ist jetzt in letzter Zeit häufiger mal aufgetaucht mit Videos, wo er quasi sagt, da kommt noch einiges jetzt. Also so komische Andeutungen. Wir können uns das mal hier kurz angucken. You have heard the expression the calm before the storm. There is always a calm before the storm, but then so is there another calm. After the storm, there's a calm and then a storm and then another calm. And in that latter calm is the preparation for
Sieht aus wie Otto Waalkes. Der hat auf jeden Fall auch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Stephen Baldwin ist schon auch ein komischer Typ. Trotzdem ist er nun mal der Stiefvater von Justin Bieber. Und Justin Bieber wiederum, habe ich ja erzählt, hat da auch gerade am Anfang seiner Karriere so eine enge Connection mit Diddy gehabt. Und da gibt es natürlich jetzt auch wieder ordentlich Verschwörungstheorien, ob da Justin Bieber mehr weiß, als er sagt, und ob das nicht auch der Grund für seine depressiven Episoden ist und seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit. Und keine Ahnung, ich stecke jetzt nicht so im Bieber-Game, aber da wird natürlich jetzt auch viel interpretiert, ob was weiß Stephen Baldwin, also der Vater von Hailey Bieber, und ja. Aber man muss auch echt vorsichtig sein, weil es gibt auch viele Fake News, auch mit KI. Es gibt jetzt so einen Fake-Song von Justin Bieber, der KI ist, wo er angeblich singt, ja, ich, keine Ahnung, ich will nicht, dass andere durchmachen müssen, was ich durchmache. Auf der anderen Seite gibt es aber auch harte Beweise, wo Justin Bieber in Interviews sagt, ja, er will, ich glaube, da ging es um Billie Eilish, dass er sie schützen will. Vor dieser Industrie. Ich zeige euch das mal. Wenn ich hier irgendwas Falsches erzähle oder falsch wiedergebe, Chat gerne korrigieren. Justin, he's in, you ever seen the movie 48 Hours? Right now he's having 48 Hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like, you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose. But, it's definitely a 15-year-old's dream. You know, I have been given custody of him. You know, he signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when you know, he did his first album. I did Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So, and we're going to go full, buck full crazy. Going crazy. Gonna act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, you know, through all my, you know, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Right. Okay. My number? Yeah. Hier dieses Video übrigens, da wird gemunkelt. Das ist jetzt, wie gesagt, da ist Justin Bieber schon ein bisschen älter und also das ist, glaube ich, relativ aktuell, ich weiß nicht. Aber hier bei dem Video wird darüber gemunkelt, ob Diddy ihn filzt, quasi. Getarnt als Begrüßung, ob er guckt, ob er verkabelt ist. Aber das sind halt immer so Sachen, ne? Natürlich hat er da die Hand irgendwie an der Brust und so weiter. Aber das kann auch einfach freundschaftliches Ding sein und wir interpretieren da irgendeine Scheiße rein. Also das kann man natürlich, es ist immer schön, so Verschwörungstheorien oder so, vielleicht wollte er gucken, ob da ein Kabel ist, ob er irgendwie verkabelt ist. Irgendwie kann aber auch sein, dass das einfach, dass man dann irgendwann auch so schon Sachen sieht, die gar nicht da sind. Do you think the person that the you of then was on a path of self-destruction? Do you feel that you were on a you were self-destructing? Oh, for sure. Yeah, I would have for sure, 100%. Yeah, 100%. It would have been no bono. It was bad. It would have been, yeah. I don't know if I'd be alive for sure. I mean, just think about how young I was and so impressionable. And you have everybody telling me how awesome I am at all times, you know. And like, also das finde ich zum Beispiel einen wichtigen Punkt, den er hier in diesem Interview sagt, das auch relativ aktuell ist. Er sagt halt, ich übersetze es mal gerade, er sagt halt, wenn man du überlegst, wie jung ich war, als ich in diese Industrie kam und wie leicht zu beeindrucken ich auch war. Und dann haben wir ja vorhin dieses Video gesehen, ne, wo ein junger Justin Bieber, ich glaube 15 Jahre alt, irgendwie beeindruckt wird. Und ich glaube, Puffy hat ihm Ferrari geschenkt oder zumindest überlassen. Und es gibt so einen Zusammenschnitt auch von anderen Promis, die die dann, ich glaube, James Corden, der ihm bei irgendeiner Awardshow sagt, wie süß er ist. Es gibt ein anderes Interview, wo der 15-jährige Justin Bieber nach seinem Sexleben gefragt wird
oder was er von French Kissing, also von Zungenküssen hält und so weiter. Also der wurde, ich will nicht sagen durchgereicht, ich will nicht sagen, dass ich weiß nicht, ob da irgendwie dem, was da gemacht wurde mit ihm oder so, aber ich glaube schon, dass der sehr früh sexualisiert wurde und einfach in so eine Industrie gekommen ist, so die Musikindustrie, die größte Popstage der Welt, im wahrsten Sinne des Wortes, wo, glaube ich, einfach so eine gewisse, also die Leute gehen, ich glaube, dass so Promis, die so ihr ganzes Leben lang Rockstars und Popstars sind, die gehen einfach anders mit dir um so. Und die haben ihn dann irgendwie, auch obwohl er noch sehr jung war, schon irgendwie so mitgeschliffen. I don't know. Wir gucken mal weiter. It was just insane. And so it's like, how do you... It's like taking a kid and putting a kid in a room with a picnic table full of nothing but sweets. Right. And just saying, I'll be back in 2 days. Exactly. Exactly. You're at a place of honesty now with your parents. Can you sit down with your dad when you need answers? Perhaps you're not sure why you're thinking certain things or you're... Die Körperhaltung ist natürlich schon irgendwie auffällig. Behavior isn't in line with your actual desires, what you want to be. Can you talk to your parents? Can you try to untangle that? To be honest, I think there's levels of, you know, what I think our relationship is ready to handle at this moment, where they're at in their journey with, you know, their faith and where they're at with in their life and where I'm at. I just think, you know, just I want them to play a role in my life, and that's pretty simple, just be my mom and dad. And I think it's just taking me a minute. I'm really in the process of doing that right now, so it's really kind of still, you know, I'm still learning that. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, you know, telling me they love. Nicola, können wir das Video lauter machen? Ich kann es hier bei YouTube leider, ist es schon im Anschlag. Es ist leider ein sehr leises Video. Me and, you know, just turn their back on you in a second. But yeah, just protecting those moments because people take for granted encounters and I just want to protect her, you know. I don't want her to lose it. I don't want her to, you know, go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. So yeah, if she ever needs me, da geht's um Billie Eilish. Do you realize how important your story is? And the fact that you're sitting here today telling it, man, I mean, I have to say thank you. Ja, sehr viel erzählt er da halt nicht, ne? Also, man sieht, dass er irgendwie auf jeden Fall nicht den glücklichsten Eindruck macht. Aber es ist jetzt keine belastende Aussage, was natürlich immer so dann natürlich viel Raum für Spekulationen und Interpretationen gibt. Die Frage ist halt, also ich meine, wenn du mit 15 plötzlich ein Weltstar wirst, ein Popstar, ähnlich wie das zum Beispiel auch Michael Jackson war oder so, dass das nicht spurlos an einem jungen Menschen vorbeigeht und dass das nach hinten raus natürlich problematisch ist. Da ist ja Justin Bieber jetzt nun wirklich nicht der erste Kinderstar, der irgendwie da unter die Räder gerät. Ob das dann Eltern sind, die ihre Kinder, das gab es ja auch in dieser Michael Jackson-Doku, wo die Eltern dann einfach sagen, ja klar, dann übernachtest du halt bei Michael Jackson oder so, wo du dir ja auch denkst, hä, welche normalen Eltern lassen sowas überhaupt zu? Aber das ist dann halt einfach so, du bist dann wahrscheinlich so überwältigt von allem, keine Ahnung, und es muss noch nicht mal irgendwas Unlauteres passiert sein, also ich will gar nicht davon, ich will jetzt, solange da keine Beweise oder dass er das nicht sagt oder so, davon ausgehen, dass er irgendwie sexuell misshandelt wurde oder sonst irgendwas. Aber ich glaube einfach, der hat halt schon in sehr jungem Alter viel gesehen und mitgemacht. Was wahrscheinlich einfach nicht gesund ist. So. Aber ja, es ist halt Spekulation. Am Ende müssen die Leute selber dann auch
Tacheles reden, wenn sie eine Veränderung wollen oder wenn sie wirklich was machen wollen oder so. Aber ich glaube, das ist natürlich auch viel verlangt von so einer Person und man weiß auch nicht, was da immer genau passiert ist und was die Leute dann noch gegen einen in der Hand haben und so. Ja, aber vielleicht kommt da noch mehr ans Licht. Ja, da gibt es dann natürlich noch dann die Aussagen von Kim Porter, die Ex-Frau von Diddy. Allerdings, die ist ja mittlerweile auch verstorben. Ja, da muss man muss echt aufpassen. Ich bin bei dem Thema, ich lese mir das natürlich alles durch, aber es ist nochmal was anderes, als ob ich mir das jetzt privat durchlese oder hier dann offiziell im Stream über irgendwelche Sachen rede, weil solange nichts confirmed ist und solange man nur Gossip hat, ist das halt immer so ein bisschen schwierig. Aber mal gucken, jetzt ist es auf jeden Fall so, dass Diddy im Knast sitzt, in Untersuchungshaft, glaube ich. Und ist tatsächlich unter Suicide Watch, was Epstein auch war. Also Suicide Watch heißt, dass er 24/7 unter Beobachtung steht, damit er sich nicht selber umbringt im Knast. So, das ist Suicide Watch. Und bei Epstein wissen wir ja, dass das nicht geklappt hat mit der Suicide Watch. Und ja, deshalb gibt es da natürlich gewisse Parallelen. Ich meine auch gelesen zu haben, korrigiert mich, wenn das falsch ist, aber ich meine, dass er auch in dem gleichen Untersuchungsgefängnis oder was auch immer ist, wo auch Epstein war. Aber das muss jetzt erstmal konkret noch nichts zu bedeuten haben. Ich glaube, dass das relativ normal ist, dieses Suicide Watch, wenn du, sag ich mal, es klingt bescheuert, aber wenn du extrem reicher Celebrity bist, bei, wie heißt er hier, Harvey Weinstein, der war auch unter Suicide Watch, Bill Cosby war unter Suicide Watch, wenn du so ein reicher Celebrity bist und R. Kelly, um jetzt nur mal einige zu nennen, und dann in den Knast musst, da ist natürlich die Diskrepanz vielleicht zu extrem oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es letztendlich ist, dass man dann irgendwie denkt, so okay, das hält er nicht aus, der ist 20 Zimmer gewöhnt und jetzt eine Zelle, das packt er nicht. Während wenn du irgendwie so ein armer Krimineller bist, naja gut, der hat sein ganzes Leben lang für den ist der Knast im Prinzip ein Upgrade. Der hat jetzt Kabelfernsehen. Ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall spannend. Es bleibt spannend und man muss halt mal gucken, was da noch jetzt Neues ans Tageslicht kommt. I moved to New York City and I lived with Sean Puffy Combs for a year. That's the crazy thing. Now that was L.A. Reid's idea, right? We're sending you over to something called Puffy Flavor Camp. There you go. To learn Flavor some Camp. Yeah, Flavor that's camp. What it was called. And you're going to go to Puff Daddy's. He's going to in the 90s. Do you understand what that's like? Puffy's place was like just filled with chicks and orgying like nonstop, right? No, not really. But it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. So nobody tried to, you know, some woman didn't come along. I didn't say that. Okay. What I did say is that there were very curious things taking place. Uh-huh. And I didn't necessarily understand it. Uh-huh. Biggie Smalls was there. Lil' Kim. So, okay, also jetzt muss man erstmal sagen, hier wirkt jetzt Usher nicht gerade wie einer, der irgendwie traumatisiert wurde oder so. Aber man darf nicht vergessen, ich bin ja jemand, der wirklich die Hip-Hop-Szene gerade in den Mid-90s und 2000ern sehr, sehr, sehr verfolgt hat und da viele Stories noch von früher kennt und das alles verfolgt hat. Und jetzt muss man erstmal so sagen,
Mitte der 90er als Puff Daddy, hieß er damals ja noch, so, und Notorious B.I.G. und so weiter, so die Stars waren, das waren einfach fucking Rockstars, so. Aber auch gleichzeitig Gangster, beziehungsweise kam aus dem Ghetto, haben Gangster-Rap gemacht und ja, also, dass da dann irgendwie bei Puff Daddy zu Hause, der irgendwie gerade Millionär ist und so weiter, dass da dann irgendwie Party gemacht wurde und irgendwie, weiß ich nicht, was, das finde ich jetzt erstmal nicht außergewöhnlich. Also, dass das jetzt irgendwie, dass da Notorious B.I.G. und zu Hause abhängt und dass die dann da irgendwie Drogen nehmen und eventuell auch Prostituierte anwesend sind oder was weiß ich, was da abgeht. Das halte ich jetzt für, so doof es klingt, nicht für allzu außergewöhnlich bei irgendwelchen Rap-Stars. Klar, was außergewöhnlich ist, dass ein 13-Jähriger dabei ist. Das ist außergewöhnlich. Keine Frage. So, das ist außergewöhnlich. Aber erstmal, dass da irgendwie, dass das so hinter den Kulissen so bei Popstars irgendwie so abgeht, das weiß ich nicht. Wundert mich jetzt nicht. Craig Mack, all these people are hanging around. Yeah, man, Faith Evans, Jodeci, Mary J. Blige, they ain't know nothing about this shit. Oh. I was having a good time, you know what I mean? Does he have you doing any chores? Are you doing dishes at all? I mean, to keep you humble somewhat? Or are you just like, can you stay up till 4 a.m. with them and party? I mean, I could. I actually stayed up longer than them. Do you have money? What's going on? I mean, I had like per diem. Yeah. I had like a living. Yeah, it's pretty crazy. 14 years old. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. See? Okay, interessante Aussage. Du bist jetzt selber Vater, würdest du dein Kind ins Puffy Camp lassen? Auf gar keinen Fall, ja. Also, das ist ja natürlich schon eine interessante interessante Aussage. Ich will nur noch mal kurz zeigen, für alle, die das nicht so auf dem Schirm haben. Viele von euch wissen das nicht, weil ihr nicht so Hip-Hop vielleicht verfolgt oder so zu der Zeit noch nicht verfolgt habt oder so. Aber wenn man sich mal anguckt, wen Puff Daddy produziert hat, also für wen er als Produzent sozusagen aktiv war, das ist halt hier. Wir gehen mal auf die Seite und gucken uns hier mal Sean Combs Production Discography an. Jodeci, weiß nicht, ob ihr die kennt, aber sehr erfolgreiche, Anfang der 90er, sehr erfolgreiche R&B-Gruppe. Mary J. Blige, Queen of R&B, 92, 93 Alben. Dann natürlich Notorious B.I.G., muss man nichts sagen. TLC, Crazy, Sexy, Cool. 4 Tracks produziert. Aber wir gehen jetzt mal nicht auf die einzelnen Tracks ein, sondern wir gehen jetzt einfach nur mal auf die Namen ein. Ja, das ist natürlich vielleicht in Deutschland nicht so relevant, weil in Deutschland wird nicht jeder Jodeci kennen oder Mary J. Blige, aber in Amerika sind das Anfang der 90er alles Superstars. So, das muss man natürlich ganz klar sagen. So, Notorious B.I.G. gilt als GOAT oder einer der GOATs im Rap-Game. So, TLC kennt ihr wahrscheinlich. Faith Evans, Total, New Edition, MC Light, die Eilie Brothers, Boyz II Men, dann das nächste Album KRS-One. Und auch wenn man sich so die Features hier anguckt, wer da alles dabei ist, ne? R. Kelly, Bone Thugs and Harmony und so weiter. Also auch das ist sehr interessant. Mace natürlich, Jay-Z, LOX oder LOX, Aretha Franklin, R. Kelly, Jennifer Lopez hat dann, sag mal, der war ja auch zusammen. So, dann sieht man hier auch wieder, mit wem alles zusammen war. Ice Cube, Heavy D, dann auf dem Bad Boys 2 Soundtrack, Justin Timberlake, Snoop Dogg, Beyoncé, Britney Spears hat er produziert, Method Man hat er produziert, Ice Cube. Und ist auch lang, wir sind jetzt hier gerade mal bei 2013, Pitbull, Rick Ross, Kanye West, Burner Boy, okay, das ist noch relativ aktuell, French Montana auch relativ aktuell. Alles schon in einer Karriere von über 30 Jahren. Natürlich ist es alter Käse, aber darum geht es ja. Es geht ja darum, was früher war.
So. Und es zeigt einfach, dass der so in der R&B und in der Musikbranche, die der Black Music Branche, wenn man es so kategorisieren möchte, einfach ultra krass vernetzt war und einflussreich war. Und er hat ja noch tausend andere Projekte gehabt von Making the Band und weiß ich nicht was. Und er galt einfach wirklich als Hitmaker so, ne? Also die Leute waren froh, wenn sie irgendwie mit ihm zusammenarbeiten konnten. Und gucken wir mal hier. Grammy Awards, zwei Grammy Awards, 98 und 2000, 2004. Der Dieter Bohlen des Hip-Hop, das finde ich schön. Ja, also schon ein sehr einflussreicher Mensch. Ich glaube, er gilt als Milliardär. Mittlerweile durch auch seine Investments, aber da bin ich mir nicht sicher. Ich habe persönlich noch nie von, du hast noch zum Basislieb, du hast noch nie von Puff Daddy gehört? Das finde ich aber schon erstaunlich. Also man muss ihn ja nicht hören, also man muss ja nicht Musik hören. Aber dass diese Person existiert, das kann man schon mal, das kann man schon mitgekriegt haben. Investments in Babyöl, ja. Nee, in, vor allen Dingen, ich glaube, er hat diesen, wie heißt der, Chirac oder so, so ein Wodka. Ich glaube, das machen alle Großen, in Alkohol investieren. Jesus. Ja, jetzt ist auch hier, glaube ich, der Artikel da. Das finde ich auch interessant. Drogendealer packt aus. So wild ging es auf den Sexpartys von Diddy zu. Die Freak-Off-Partys des inhaftierten Hip-Hop-Moguls Sean Diddy Combs sollen wild gewesen sein. Ach komm. Ketamin sowie Sex zwischen männlichen Rappern und anderen Promis. All davon. Wieso denn all davon? Lass doch einfach das All weg und sag einfach, davon berichtet nun, verstehe ich nicht, egal. All davon berichtet nun ein Drogendealer, der bei den sogenannten Freak-Off-Partys von Diddy anwesend gewesen sein soll. Die anonyme Person sagt laut New York Post, dass der Musiker ihm die Tür zu seiner ehemaligen Villa in den Hamptons geöffnet habe, während er nichts als einen Bademantel trug. Der Artist soll ihn in ein Schlafzimmer im hinteren Teil des Hauses geführt haben, um dort Kokain von ihm zu kaufen. Es passierten seltsame Dinge, prominente Kerle, die miteinander vögelten. Es gab Hinterzimmer und es war wie das Allerheiligste, erinnert sich die Quelle. Man sah zwei Leute, von denen man nicht dachte, dass sie miteinander schlafen würden. Rapper, das hat mich schockiert, sagte der Dealer. Das klingt aber auch schon wieder so ein bisschen unglaubwürdig, oder? Also wenn du Rapper bist und du willst, und es ist auch noch nie rausgekommen, dass du auf Diddy-Partys Gay-Sex mit anderen Rappern hast, du willst doch wahrscheinlich nicht, dass das rauskommt, weil du dir denkst, das kann mich oder meine Karriere zerstören. Aber dann lässt du doch nicht irgendeinen Drogendealer da einfach reinmarschieren, so nach dem Motto, ja, leg's einfach da hinten hin und irgendwie so, oder? Also, das klingt für mich einfach inkonsequent, würde ich mal sagen. Klingt für mich einfach inkonsequent. Entweder ich will das geheim halten, dann würde ich doch, siehe Ralf Schumacher, dann würde ich doch alles darauf, also da würde ich doch alle Vorkehrungen treffen, damit das nicht rauskommt. Oder aber es ist mir scheißegal. Aber dann wäre es auch schon rausgekommen. Also dann wäre das auch kein Geheimnis oder sonst irgendwas, was du irgendwie 30 Jahre lang oder 20 Jahre geheim halten kannst. So, das finde ich schon irgendwie auffällig, sagen wir es mal so. Das heißt nicht, dass es nicht stimmt oder so, aber ich finde es zumindest erstmal ein bisschen merkwürdig. Ich werde keine Namen nennen, aber es gab Rapper, von denen ich sofort den Respekt verlor und die ich nie wieder ernst nehmen konnte. Der Drogenhändler fügte hinzu, dass viele Menschen auf der Party bereits auf Ketamin und GHB gewesen sind. Was ist denn GHB? Was ist GHB, Chat? Ihr wisst sowas. Roofies. Liquid Ecstasy. K.O.-Tropfen. Gamma Bühydrol oder so. Felgenreiniger.
Einige waren auch Felgenreiniger, habe ich gehört. Da bin ich dann abgehauen, fügte der Dealer hinzu, merkte jedoch an, dass er Diddy an jenem Tag nicht bei sexuellen Aktivitäten sah. Diddys riesige Villa in den East Hamptons war dennoch Schauplatz einiger ausschweifender und berühmt-berüchtigter White Partys, zu denen auch, die kennt man, die White Partys, zu denen auch Stars wie Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Kim Kardashian und Ashton Kutcher eingeladen waren. Was die Promis jeweils von den mutmaßlichen Geschehnissen mitbekamen, ist jedoch fraglich. Also da muss ich mal ganz ehrlich sagen, das glaube ich einfach nicht. Diese White Partys, wir können das mal googeln, diese White Partys sind relativ bekannt, weil das auch oft so Fundraiser sind, wo die Celebrities sich treffen und Kohle sammeln. Aber es glaubt doch nicht, die Leute, die auf diese Partys kommen, kommen auch aus so vielen unterschiedlichen Bereichen. Musik, Politik, Film und so weiter. Und ich glaube einfach nicht, dass die da alle hinkommen, wo auch Fotografen und rote Teppiche und Presse sind. Und dann ist da, dann gehst du da rein und dann ist da ein Sex-Dungeon und alle bumsen miteinander und jeder hat irgendwie, jeder macht da irgendwas. Und dann gehen die wieder nach Hause, so als ob nichts wäre. Also das, ein Teil von mir will, dass es das gibt, aber ich glaube es nicht. Das meine ich halt, hinter verschlossener Tür, da gibt es vielleicht irgendwo ein Eingang zu einem Kellergewölbe und da führt nochmal in eine andere, in den Westflügel, wo 10 Türsteher stehen und hinter einer dicken Eisentür passiert irgendwas von mir aus. Und da wird vielleicht auch auf dem Koks, wird da irgendwie, auf dem Klo wird gekokst oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass jeder, der auf einer Diddy-Party war, da komplett alles gesehen hat und von allem wusste und so. Das halte ich nicht für realistisch. Tatsächlich. Und ich bin Party-Experte, wie ihr wisst. Hier. Sean Diddy Combs hosted his once iconic white party at this Hamptons home. Von wann ist dieser Artikel? 21. September, von vorgestern. Warte mal, können wir das nicht übersetzen? Dann muss ich das nicht für euch machen. Wie übersetzt man? Gibt es hier nicht irgend so einen Button normalerweise? Übersetzen oder so? Klick, übersetzen. Wenn ich jetzt auch selber drauf. Ja, gibt's hier nicht. Guck doch, übersetzen in Deutsch. Doch, geil, Nicola, du bist der Beste. Du darfst auf meine White Party kommen. Okay, so. Als Sean Diddy Combs Anfang dieser Woche aufgrund einer Anklage des Bundesgerichtshofs, na gut, es ist wahrscheinlich nicht der Bundesgerichtshof, wegen Sexhandels festgenommen wurde, erinnerten sich viele in den Hamptons sofort an die Tage seiner legendären White Partys in seinem Haus in East Hampton. Prominente strömten in das Haus am Wasser zur jährlichen Party, die für eine gewisse Zeit zu einem Übergangsritus im Sommer wurde. Von Kopf bis Fuß in weiß gekleidet, feierten die Partygänger in den späten 90ern und frühen 2000ern, also auf dem Höhepunkt, in dem zeitgenössischen Haus des Hip-Hop-Moguls mit Blick auf Gardiner's Bay, während andere drum kämpften, auf die Liste neben Paris Hilton, Mariah Carey, Howard Stern, Leonardo DiCaprio, Rocker, Tommy Lee und anderen zu kommen. Obwohl in der Anklageschrift keine Hinweise auf die Partys in den Hamptons zu finden sind, dauerte es nicht lange, bis Gerüchte aufkamen, dass seine angeblichen Freak-Off-Partys vor Jahrzehnten in den Hamptons stattgefunden hätten. Das zweistöckige Haus mit der Adresse 40 Hedges Banks Drive, das gucken wir uns gleich auf Maps an, steht auf einer Klippe knapp 4000 Quadratmeter. The fuck is going on? Drive steht auf einer Klippe knapp 4000 Quadratmeter groß in einer Straße, in der auch zahlreiche andere namhafte Persönlichkeiten wohnen, darunter die Designerin Donna Karen und der Schauspieler Hugh Jackman und seine entfremdete Frau, die australische Schauspielerin Deborah Lee Furness. Moment, von wem jetzt die entfremdete Frau? Von Hugh Jackman? Die 420 Quadratmeter große Bude hat sich seit Diddys Besitz nicht viel verändert, abgesehen von einigen Modernisierungen im Innenbereich. Sie bietet immer noch viel Platz für Unterhaltung. Die White Party hatte oft mehr als 1000 Gäste. Allein das ist ja schon 1000 Gäste. Da werden nicht 1000 Gäste rumgebumst haben. Ich weigere mich, das zu glauben. Das war doch keine 1000
Tausender Gangbang. Schmolle sagt, doch. Okay. Überlegt euch mal, was für eine Sauerei muss das sein? Auf der anderen Seite 1000 Dildos. Nee, wie viel waren es? 765 Dildos. Du brauchst nicht 765 Dildos für 20 Leute. Da sind wir uns wohl einig. Sowohl drinnen als auch draußen. Obwohl der Gründer von Bad Boy Entertainment das Anwesen 2 Jahrzehnte lang behielt, war er nicht oft in den Hamptons und verlegte das jährliche Fest nach Saint-Tropez und Beverly Hills, wo er lebte. Der Rapper und Produzent verkaufte das Haus 2020 still und leise für 4,7 Millionen Dollar und verdoppelte damit fast die Rendite seiner Investition. Who gives a shit? Er kaufte das Haus und sagte, okay, von Mori Minoru, einem einflussreichen Baumagnaten aus Japan. Das Haus mit 4 Schlafzimmern und 5,5 Bädern wechselte im November 2022 erneut für 5,5 in Besitz. Nach einer Innenrenovierung kam es 1 Jahr später wieder auf den Markt. Der Angebotspreis lag bei 6 Millionen Dollar. Aber auch aus dem Grundbuchunterlagen geht hervor, dass es nie verkauft wurde. In der damaligen Angebotsliste von Saunders & Associates wurde das moderne Haus als ein Haus mit Resort-Atmosphäre beschrieben, das über Möglichkeiten zur Unterhaltung im Freien, im Inneren verfügt. Der große Raum, eine einzige geschwungene Wand. Okay, jetzt geht es hier nur um dieses. Ein Arbeitswohnzimmer mit Glaswänden bietet Ausblick auf den Pool, um den herum viele der wilden Partys stattfinden. Stellen Sie sich das Musikvideo zum ersten großen Hit von Notorious B.I.G. Juicy vor, in dem Scharen von Leuten um den Pool herum feiern, das Combs und Bad Boy Entertainment übrigens nicht weit entfernt in Watermill gedreht haben. Didis ehemaliger East Hampton Pool überblickt die Bucht und wird durch eine Kabane, eine Treppe und Glas, bla bla. Das Haus bietet, okay, Nasens, ne. Okay, hier sehen wir ein paar Bilder. Okay, aber jetzt wollen wir noch mal ganz kurz wissen. Wieso gibt es nicht mehr die Maps? Das ist so nervig, dass sie das weggemacht haben. Kann ich das nicht hier? Wieso gibt es nicht mehr normales Google Maps? Kann mir das mal jemand erklären? Maps.google.de gibt's aber noch, oder? Google Chrome Security Check. Ist das... Was ist das denn? Click Allow? Hier ist nirgendwo Allow. Was ist das für eine Scheiße, ey? Google Maps. Okay, warte. Jetzt geben wir das hier ein. So. Können wir nicht hier, wo ist Satellitenview? Da, zack. Warte mal. Das ist es. Wieso sieht das so scheiße aus? Sieht aus wie Kaylit. Können wir da rein? Nee. Können wir da rein? Warte, man kann doch hier noch irgendwie... Wieso sieht denn das so kacke aus? Das sah doch früher nicht so scheiße aus. Lädt es einfach gerade noch nicht? Ja, das ist dieser Gardiner's Bay. Ich liebe das ja so, auf Google Maps rumzusurfen. Aber irgendwie kriege ich es nicht geiler hin. Ich dachte, man kann es hier noch 3D und so mäßig, aber mäßig. Ja, aber ist ja eigentlich auch scheißegal, wo das war. Ganz interessant. Trotzdem natürlich, ich glaube, sehr viel, also hier wohnen halt nur Reiche. Ich möchte gar nicht wissen, wer hier alles wohnt.
direkt noch mit Blick auf den Strand, das ist natürlich schon nicht schlecht. Ich finde, ehrlich gesagt, 6 Millionen klingt, ehrlich gesagt, gar nicht so viel für so ein Haus in den Hamptons, oder? Ich meine, auf der anderen Seite ist natürlich auch im Arsch der Welt. Überleg mal, wie lange du da brauchst zu einem Auswärtsspiel. Aber okay. Also, was haben wir gelernt? Diese White Parties gab es aber für mich immer noch nichts wirklich Belastendes. Wenn es was Belastendes gibt, dann muss das kommen über Leute, die wirklich betroffen sind. Und ja. Ich gucke hier gerade noch, ob es hier noch andere. Usher's Mom reveals how Diddy put Usher in hospital. Full Diddy Interview with Howard Stern 2003. 50 Cent reveals how he caught Diddy with another man. Happy birthday to you. Happy birthday, dear friend. Happy birthday to you. Thank you. This is a special birthday for both of us. Yeah. What in the golden shower is going on, y'all? This is a special birthday for both of us. You know, these are the things that make 50 Cent have a field day with P. Diddy. And at this point, I don't even blame him. But what exactly has 50 been spilling about Diddy being on the DL? So if there's one person who's always talking about how Diddy is on the DL. You know what 50 gonna say to you when he sees you. What? I heard Diddy touched your butt. Oh man, what the hell? Oh no, I don't know that was going on. You know, I can't wait to run into him again. See, what you gonna say to him? Puffy was playing with your booty in Miami. It's 50. But the drama between him and Diddy actually goes all the way back to 1999, when 50 threw shade at P. Diddy in the song, How to Rob. Like, he straight up said that he would steal Diddy's wife, Kim Porter, from him. And when it comes to Diddy being on the DL, 50 has been at it for years. For instance, 50 Cent. Okay, How to Rob, berühmter Song, aber den habe ich jetzt natürlich auch nicht auswendig. Würde ich sagen, schauen wir uns kurz mal die Lyrics an. How to Rob Lyrics. Wir machen hier gute Recherche heute. Wir wollen der Sache selber auf den Grund geben. Sowohl rappt er was über hier. You better recognize I'm straight from the street. This industry is starting to look like something to eat. I snatch Kim Porter. Tell Puff you wanna see her again. Dance your ass down to the nearest ATM. It seems excessive to demand that Puff get to the nearest ATM. What if there's a surcharge? Not to mention that most corner ATMs in Harlem have a withdrawal limit of 160 to 200. There may be a... Okay, also es stimmt aber auf jeden Fall, dass hier... dass es da ein Diss gab. Previously suggested that Diddy is on the DL when he posted a photo of Diddy and Rick Ross performing on stage. The problem with this photo was that it was taken at such an angle. So, jetzt muss man hier natürlich sagen, dass 50 Cent und Rick Ross, der Rapper, den wir hier sehen, auch schon lange Beef haben. Das geht noch zurück zu Zeiten, wo 50 Cent mit The Game Beef hatte. Wir erinnern uns an Officer Ricky. Könnt ihr googeln, haben wir jetzt keine Zeit für, würde zu tief gehen. That it made it look like they were making out. He also posted a shot of Diddy in a pink shirt while embracing a pink shirt? Oh my god. It's like that's proof. Oh my god. Diddy in a pink shirt? There we have it. A former record exec, also in pink, and wrote in the caption, I ain't saying nothing, but something ain't right. LMAO. Let's just say that other than the people 50 talked about, he also has had a personal experience with Diddy when he told him that he wanted to take him shopping. And best believe 50 was having none of that. And he straight up called Diddy a fruit pop.
stop. Then he was like, yo, he's like, yo, so yo, when we gonna get the chance to, you know, to kick it, like we can just hang out. We gotta hold kick that. It. This is Paul. Okay. He's telling me we gotta kick it. And he was like, yo, why don't we like go shopping? I mean, like I paid for it. And I was like, what the fuck this just say? I got away from him because I was like, this nigga. Wait, this nigga just tell me he take me shopping. And this goes off. But this is a little fruit, but probably a fruit pie. Well, did he later address? Okay, also da hat sich 50 Cent drüber lustig gemacht, dass Puff Daddy gesagt hat, ey, warum hängen wir nicht mal aus? Warum gehen wir nicht mal shoppen zusammen? Ich zahle auch für alles. Okay. Rest 50's fruity comments about him on The Breakfast Show and him wanting to take 50 shopping at Chris Lighty's wedding, saying, yeah, I thought he needed some clothes. What? I'm a nice guy. Yo, what? I mean, why are you with 50? Hey, yo. Why y'all got? Hey, yo, I don't have no beef. With I don't know why. With Fifth, he loves me. He loves me. Do y'all really can't have see a beef? I mean, also hier ist schon mal interessant, dass er dann im Breakfast Club direkt drauf angesprochen wird, ob er Beef hat mit 50. Und er sagt, nee, ich habe kein Beef mit 50. 50 liebt mich. Und ja, er wollte halt nice sein, so. I mean, y'all can't see it. No, we can't see it. Y'all can't it, see man. That he loves me. But see, you really, hold on, you really think that's hate? You really, when you really break it down, you've been out here a long time. You know he loves me. I. Ja, also da muss man sagen, rückblickend, nein. Das war definitiv keine Liebe, sondern, und wir haben es ja hier auch in den Lyrics gesehen von How to Rob, also ich weiß jetzt nicht, inwiefern ihr mit Rap konform seid, aber wenn ein Rapper über die Frau vom anderen Rapper sagt, ich schnapp mir deine Frau und wenn und sag Puff, also dem anderen Rapper dann, wenn du sie wieder sehen willst, dann schaff deinen Arsch zum Geldautomat. Das ist in der Rap-Welt natürlich, wo alle irgendwie einen auf Macho, Alpha, Super Typen machen, ein absolutes No-Go. Also wie Diddy nach all den Hinweisen auf die Idee kommt, dass 50 ihn mag, ist schon ein bisschen delusional. Personally, don't see how 50 loves you, Diddy, because he literally said himself that he doesn't rock with you. So you and Diddy, you and Puff cool? No, I don't. 50 was actually once. Okay, da haben wir es nochmal schwarz auf weiß. Warum mache ich mir überhaupt die Mühe, irgendwas zu sagen? Wir können einfach das Video gucken, da wird alles gesagt. Hier nochmal. You and Puff cool? No, I don't. 50 was actually once confronted on The Breakfast Show about constantly saying that Diddy is on the DL, and you know what? He didn't even deny it. Let me read it, Fifth. Oh my God. Sorry I can no longer that's help confused. You guys. Soon you will all be gay and happy. You are all now left under leadership of Puffy Daddy. Report to the nearest rainbow. Den of Thieves. Okay, 50 and Diddy have had their differences, but you and I both know that 50 Cent is not the only person who has made that allegation that Diddy is on the DL, right? For starters, Jaguar Wright once gave a story about a lawyer who walked in on Diddy and Christopher Williams doing you know what. When she walked in, the door wasn't locked, so she didn't think twice about just walking in. And when she walked in, she saw Christopher Williams performing fellatio on Puff. Now, from what she said to me, it was disturbing because, you know, they didn't stop. Also, when Diddy released his song, Gotta Move On, seemingly about the need to move on from his on-again, off-again relationship with Cassie Ventura, her boo, Alex Fine, snubbed Diddy when he shared an Instagram post wishing all of his LGBTQ+ friends a happy pride. Then he included in the post, attached is a charity that helps people who are in the closet and gotta move on, along with other resources. And Orlando Brown, that guy literally said that he loved what Diddy did to him. I got in my Diddy mode. I'm sorry. I start licking my lip. You know what I'm saying? I mean, yo, Diddy, you gave me the ooshkosh gooshwash. You gave me the ooshkosh muaf, the shooshwash. Diddy. Yeah, son. I mean. Okay, was soll LL Cool J dann sagen? Aber, okay. Also, selbst wenn all diese Gerüchte stimmen, so what? Also, momentan wird hier nur darüber diskutiert,
dass Diddy eventuell gay ist. Aber das ist ja nicht der Grund, warum er angeklagt ist. Also, das ist ja alles eigentlich völlig irrelevant, weil mag ja sein, dass er da, lasst ihn zu Hause doch, was weiß ich was machen. Ist doch scheißegal. Ist ja keine, also, ich finde, damit machen sich eher alle anderen zum Idioten, die das als, ja, keine Ahnung, die das skandalieren wollen sozusagen auf eine gewisse Art und Weise. Wir wollen wissen, ob er ein, ob er Sextrafficker ist, ob er Leute gedruckt hat und zu Sex gezwungen hat und auf Video aufgenommen hat und diese Sachen. I mean, you gave me the Oshkosh wash. I love it, yo. I love it. Y'all know what I'm talking about. Diddy also apparently treated Exhibit to a night he will never, ever forget. And while talking about it, Exhibit was like, and then, you know, he's doing his business. We go down and get a drink. You know, we sitting there bopping to the music. And then she say, she point over the corner. It's two dudes kissing. You know what I'm saying? I'm like, yes. You know what I'm saying? So I'm like, okay. Then it's girls in the club, too. And then she point another direction. It's another dude over there, like, butt. There have also been pretty wild allegations about Diddy and Usher over the year. My brother right here from day one, we used to wake up. Oh, das ist ein sehr lustiges Video. Das ist Kevin Hart hier. Und ja, wir gucken einfach mal rein. And, I mean, damn, pause, but like, just out. I mean, back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the Frosted Flakes, you know what I'm saying? And when it comes to Diddy and Usher, Kim Porter's former stylist sort of backed up the rumors that have been making rounds for years, saying that Diddy slept with different men on multiple occasions. And the stylist also said that Usher's mom confronted Diddy about allegedly being intimate with Usher after she had found out what was going on. She actually claimed that Kim Porter was in possession of a video of everything that went down before she died. Okay, I won't go deep into that, but Usher did say that he saw things that he probably wasn't supposed to see at a young age when he was still under Diddy's wing. Yes, I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was. But I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. Someone else who did a lot of tea spilling when it comes to Diddy is his ex-bodyguard, Gene Deal, who claimed he also saw a lot of weird things when he worked for Diddy. Like one time when Diddy and a famous rapper he didn't mention ran out of a hotel room naked while he was watching The Door. He said, yo. Okay. Also, da muss ich einfach mal sagen, das hat Simon auch schon gebracht. Hat er ja erzählt, ich verrate ja hier jetzt nichts Neues, aber nackt durchs Hotel laufen. Das ist ein Mittwoch auf der Gamescom. Gene, watch the door, don't let nobody come through here. And I said I watched the door. If I watched the door and him and a man ran out naked and I said that, ain't nobody told me that. I saw that myself. Gene also said that while they were at the supermarket before they went to that hotel, Diddy had picked up bee plugs from the shelves and he gave the cashier a stack of cash and just walked out of the supermarket with the toys that were obviously used later on, if you know what I mean. And I know you do. Oh, and there's also the time when Diddy made Fabulous hella uncomfortable when he called him Daddy. Yeah, I like when you like this, Daddy. Yeah, when you put my bag Daddy, in. I like when you when oh, you right scrambling here, right and here. Scraping for no, shit. No, I like that. And just when I thought I'd heard it all when it comes to all the allegations about Diddy being on the DL, Keffy D also came up with another shocking allegation. Seemed like Puff and Tupac was like a couple, seemed like to me. It was just a lot of weird shit going on, you know what I'm saying? I know. Ja, die Gerüchte, die gibt's auch schon länger, dass Puffy und Tupac was miteinander hatten. There I said it.
to take in. But anyway, for his part, Diddy has never admitted to anything, but in the official video for the song Hope, at the part where two men embrace, he sort of dropped a hint when he rapped the lyrics. Listen, I'm just saying that as long as these things keep coming up, 50 is gonna keep having a field day with Diddy. And I'm telling you, one day he's gonna pull up and actually keep him with somebody, if he hasn't already. But I'd love to know your thoughts on what he's been saying for years. Does he go too far, or does 50 actually have a point when it comes to Diddy? Sound off in the comment section below. And if you thought okay. this video spilled the tea, wait till you check out. Hier gibt es ein Video von Tupac 1988, als er noch in der Highschool war. Okay, my name is Tupac Shakur and I attend Tampa Pi High School and I'm 17 years old. Do you like being 17? It's like 17 is such a weird age. It's such a... in the middle age, you're not 18 yet and you're older than 16, so. But I like it, it's nice. It's like a learning stage for me. Do you wish you could be 18 and when you get some more rights? Well, 18 will bring lots of responsibilities that I don't want, but it'll bring respect that I feel like that's the only way I can get it. You know, I try to be as mature as I can be and demand it wherever I can get it, but 18 is like, you're an adult. You like today when I had to sign the release form, I felt so bad because I couldn't sign it myself. I had to go and get my mother's and all that. But 18 is, it's just society's way of saying that you're ready. But 17, like I think I'm ready now, as ready as I'm gonna be in this world. But so it's okay. I guess 17 is all right. Do you think that you should be given more responsibilities, or that you have much more value than adults place on you because of your age? Well, the way that my mother brought me up is no lies, no, you know, total truth. Everything is real in society, you know, everything, if something's going on wrong. Ja, auf jeden Fall interessant ist das deshalb, weil ja Tupac vorgeworfen wird, dass er ein sogenannter Industry Plant war, also quasi Schauspieler. Dass er den Gangster quasi nur gespielt hat. Um Platten zu verkaufen. Was natürlich ein absolutes Tabu ist, weil Tupac natürlich als Legende gilt. Fakt ist, dass Tupac sehr, sehr intelligent war und das wusste man ja auch in seiner Lyrics und allem und halt sehr, sehr well-spoken. Wie übersetzt man das? Das Gegenteil von dem, was ich gerade bin. Konnte sich gut artikulieren. Eloquent war das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Ja, sehr eloquent. Und man muss allerdings auch die Zeit wortgewandt, ja. Man muss natürlich auch die Zeit kennen, so dass gerade so in der Black Community in Ende der 80ern oder so, die Sachen, die damals als cool galten, vielleicht unter heutigen Gangster-Rapper Aspekten nicht mehr als cool gelten. Das muss man alles auch so in seiner Zeit sehen. Aber zum Beispiel so enge Klamotten oder irgendwelche so Aerobic-Klamotten oder greasy Hair, Perms und so weiter. Galt damals als sexy und nicht irgendwas anderes. Also insofern trotzdem ist es wohl so, dass es mal eine Beziehung, also nicht eine sexuelle oder so Beziehung, aber eine freundschaftliche Beziehung zwischen Puff Daddy und Tupac gab, die dann irgendwann abrupt endete. Und am Ende war ja dann Puff Daddy, war ja der Kumpel von Notorious B.I.G. und wie das ausging, wissen wir ja alles. Also, dass sich das komplett in eine andere Richtung entwickelt hat. Aber weiß man einfach alles nicht. Es ist auf jeden Fall interessant, da in diesem ganzen Themenkessel so ein bisschen rumzurühren und zu schauen. Ja, aber
wenn man mal ehrlich ist, so richtig viel harte Fakten. Außerdem, was die, das Einzige, was halt wirklich interessant ist, ist, was hat das FBI aus den Häusern von Diddy sichergestellt? Das ist eigentlich das einzig Interessante, was wirklich Aufschluss darüber gibt, ob diese Vorwürfe für Sextrafficking, für Drugging, Raping, was auch immer alles da mit reinspielt, Sex mit Minors und so weiter, das alles, das gilt's aus. Ob Puff Daddy oder Diddy gay oder bi war und mit wem er was hatte und wer wem den Schwanz gelutscht hat oder so, das ist echt völlig uninteressant, finde ich. Also es ist natürlich interessant aus so einer Gossip, aus so einem Gossip-Aspekt und natürlich irgendwo auch, wenn ich verstehe, dass das so hohe Wellen schlägt, weil halt Gangster-Rap und so, so ultra männlich ist und so oder sein möchte und hart und keiner lacht und alle gucken immer böse und ihr seht ja, dass sich drüber lustig gemacht wird, wenn einer nur ein rosa Shirt trägt oder geschweige denn irgendwie, also das ist ja so die männliche Rap-Szene oder die Gangster-Rap-Szene, wie man immer es auch nennen mag, die ist da nicht säkularisiert, die ist da noch nicht wirklich weit, so. Und ich verstehe, dass das natürlich ordentlich Staub aufwirbelt, wenn Leute, die ganze Zeit auf harte Gangster machen, dass wenn die dann als schwul rauskommen, dass das natürlich große Zahl irgendwie, dass das große Schlagzeilen irgendwie abwirft. Aber letztendlich, mir persönlich als langjähriger Hip-Hop-Fan, der wirklich seit ich denken kann eigentlich, Black Music und Hip-Hop und weiß ich nicht was höre und auch wirklich mit Puff Daddy und Notorious B.I.G. und Tupac und so weiter, wirklich, das waren meine Helden früher so. Ich kenne da jeden Song und alles. Mir ist das ehrlich gesagt scheißegal. Was mir nicht scheißegal ist, ist, wenn das Kriminelle sind. Also ich meine jetzt klar, auch das klingt ein bisschen bescheuert, weil es sind Gangster-Rapper, die rappen ihr ganzes Leben davon, dass sie kriminell sind und dann sind sie kriminell und dann ist man voll empört. Im Moment, der ist kriminell. Aber hat er das nicht in jedem Song gesagt, dass er kriminell ist? Haben die nicht sogar das Genre Gangster-Rap, also krimineller Rap genannt? Und irgendwie ist es komisch, aber trotzdem schockiert einen das dann, weil das ist eine andere Form von Kriminalität. So. Weil die Kriminalität, die ich beim Rap erwarte, ist, dass das Drogendealer sind, weil die aus einem Milieu kommen oder aus einer Schicht oder wie man immer das nennen mag in Amerika, wo du einfach schon allein, weil du dort geboren bist, beschissene Karten gedealt bekommen hast im Leben. Ja? So, da kann man auch, das sage ich auch immer meinen Kindern zum Beispiel, dass man einfach auch fucking froh sein kann, dass man so privilegiert, dass wir einfach Glück gehabt haben. Weil wir können uns nicht aussuchen, wo wir geboren sind, wie wir geboren sind. So, und wenn wir alle, die jetzt hier zugucken, ihr guckt jetzt alle gerade Twitch und snackt dabei was oder habt noch auf dem Second Screen was am Zocken oder wie auch immer. Uns hat alle die Sonne geküsst. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Probleme haben und Sorgen und Shit und auch das Recht haben, traurig zu sein und was auch immer. Aber wir haben trotzdem in der Lebenslotterie haben wir einfach den fucking Jackpot. Das wissen wir teilweise nicht zu schätzen, weil die nicht den Jackpot haben, sondern die Arschkarte, die sehen wir nicht. Da kriegen wir es gar nicht mit. So, das ist irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn. Es ist weit weg von uns und deshalb kriegen wir es nicht mit. Aber die gibt es. Diese Realität gibt es. Deshalb ist es für mich einfach nur, um noch mal wenn wir jetzt auch über das Thema Gangster oder Verbrechen oder Kriminalität reden, dann ist es für mich, hat es noch mal eine andere Qualität, wenn du im Ghetto groß wirst und irgendwie versuchst, mit Drogen verkaufen irgendwie deine Familie zu ernähren. Natürlich soll man keine Drogen verkaufen und sicherlich gibt es auch andere Wege, das zu tun.
und Gang Crimes und sich gegenseitig abschießen und so weiter und Black on Black Crimes und all diese Geschichten, alles furchtbar und alles scheiße, aber das ist für mich immer auch ein Stück weit, was für mich Rap-Musik auch faszinierend gemacht hat. Dass Leute aus einer Welt kommen, die ich so nicht kenne und darüber erzählen, wie es ist, aus dieser Welt zu kommen und auch aus dieser Welt rauszukommen. Aber irgendwie alles so vorweg, alles, was irgendwie mit Kindern zu tun hat, da verstehe ich überhaupt keinen Spaß. Also Kinderpornografie oder Child Trafficking oder sonst irgendwie Missbrauch von Kindern. Also da wünsche ich jedem einfach nur das Schlimmste und Schlechteste, was es gibt. Egal, wer das ist. So, aber generell, sobald es um so Sachen geht wie Rape oder Sex-Trafficking oder Leute druggen und dann irgendwie gefügig machen, all solche Sachen so, ja, das hat für mich nichts mit Rap oder Gangster-Rap zu tun oder also da wäge ich dann schon nochmal ab zwischen unterschiedlichen Delikten, so. Auch wenn natürlich, wenn man ganz ehrlich ist, die Moral hinter Gangster-Rap, ich habe das nie so richtig hinterfragt, weil ich das auch oft als Entertainment begriffen habe, aber wenn natürlich propagiert wird, so, ich habe viele meiner Lieblingstracks sind misogyne, sexistische, gewaltverherrlichende Songs. Das ist einfach so im Rap. Und das wurde auch immer so akzeptiert und irgendwie so als Kunstform hingenommen und damit entschuldigt, dass die Leute halt davon rappen, was sie halt in ihrer Welt erlebt haben und kennen. Ich merke aber jetzt, auch wenn ich immer noch Fan der Musik bin und ich habe aber auch viel schnulzige R&B-Musik und so gehört, aber ich merke zum Beispiel jetzt, wo ich selber Kinder habe, finde ich das nicht so geil, wenn die irgendwie 187 Straßenbande hören oder sonst irgendwas und da einfach die ganze Zeit über Koksen, Ficken, Bitches und Messer in die Fresse gerappt wird. Irgendwie. Da bin ich plötzlich Boomer geworden. So, und ich glaube auch, dass so gerade, wir schweifen ein bisschen ab vom Thema, weil ich jetzt schon so ein bisschen bei der Rap-Diskussion bin, aber so mit dem Aufkommen vom deutschen Straßen- und Gangster-Rap hat sich auch massiv so ein bisschen die Jugendkultur verändert, meine ich. Und nicht zum Guten unbedingt.